Leute, sorry, die letzte Aufnahme hat so abrupt geendet. André hat mich gefragt, ob er mir was schenken kann, also aus seinem eigenen privaten Bereich. Ich hab dann auf Pause gedrückt, weil ich erstmal wissen wollte, ob ich ihn in die Aufnahme nehmen kann. Und bin wahrscheinlich auf Beenden gekommen. Tut mir leid, André, du bist jetzt nicht im Bild. Ich bedanke mich hier nochmal. Habe das zwar im letzten Video schon gemacht, aber wie gesagt, die Aufnahme ging nicht erst. Er hat mir einiges an Höhen geschenkt: 10 Höhen und Pistons und Motoren und Pumpen. Und da kann ich jetzt schon bei mir die meisten Maschinen erstmal wieder herstellen. In der Zwischenzeit habe ich Duraluminium eingeschmolzen. Den Wafer hinten, ich wollte ja diese Low Power ICs herstellen, die lassen sich da hinten nicht schneiden, sondern in der HV-Maschine. Die Cutting-Maschine war da hinten, die habe ich mir hier vorgeholt, kurzfristig hier hingestellt, damit ich hier meine Low Power ICs bekomme. Ich glaube, das habe ich erklärt mit den Voltage Coils. Ich trottel, muss wieder mal sagen, ich trottel. Habe auch hier diese 10K-Zellen, 64 Stück gemacht, weil ich immer wieder hier bei diesem Material war. Aber ich brauche eigentlich nur eine einzige hier, 60K. Und ich mache jetzt hier ohne Ende. Deswegen, mich hat es gewundert, die lassen sich nicht stacken. Ich dachte, hä, was ist denn jetzt los hier? Wieso lassen die sich nicht stacken? Jetzt habe ich natürlich von diesen ganzen Zellen hier zigtausend Stück erst einmal. Und ja, gut. Eine Pumpe habe ich mir vorbereitet. So, denn und Chips hat er mir noch gegeben, ja. Der André, danke nochmal. Gut, jetzt in der Folge werde ich aber auf jeden Fall mir die Hedge zusammenbauen, weil die ist ganz wichtig. Ach, die Coils brauche ich erst noch einen Moment. Im HV-Assembler 4 Magnetic Steel Rods brauche ich noch. Ja, das hatte ich alles schon hergestellt. 4 Magnetic. Ach komm, ich mach's mal so. Und das Ganze in den Assembler. Also das. Also mein plus 4 Stück. Zur Sicherheit erstmal, ich brauche bloß 16 oder 32. Okay. Ach, und die 1. Ach, ich habe ja gern Fersengeld. Die 1. Hier. Ich muss mal schauen, wann dieses ME-System kommt. Ich habe noch nie damit gearbeitet. Kenne mich also ehrlich gesagt auch überhaupt nicht aus mit dem ME. So, schaue ich mal, ob ich alles habe. Wenn ich die 2 mache, die Pumpe habe ich. HV-Hülle muss ich mir noch holen und ein Goldkabel. Okay, dann baue ich dich mal wieder ab. Dich brauche ich hinten im Clean Room. So, hier habe ich meine 2 Coils. Die waren ja Gott sei Dank nicht so schwer. Ich hatte mir genug Energetic Alloy gemacht. Ich brauche meine Axt. So. Ein Goldkabel. Ein Goldkabel. Ach komm. Und eine Hülle. Goldkabel. Und eine HV-Hülle. Da habe ich auch. Oh, geht zur Neige hier das Ganze. Dann baue ich das schnell mal zusammen. Kann ich das zusammenbauen? Nee, ich muss doch in der Hedge. Muss doch. Hallo? Hier kommen Sie mal her. Im Assembler, genau. Im HV-Assembler. Jetzt habe ich alles zusammen. Ja. Gut, dann laufe ich halt nochmal darin. Aber ich werde, wie gesagt, einige weite Wege gehen demnächst. Und ein Goldkabel. Zwei High Voltage. Die Pumpe passt nicht. Genau, ich brauche eine gelbe Pumpe. Gelbe Pumpen schaut übel aus. Gelben Motor. Ah, jetzt habe ich die gelbe Pumpe nicht. Ach doch, hier. Und du gehst mal da rein.
Zum Glück habe ich jetzt noch eine gehabt hier, verschluckt. Ich bin zu hektisch in dem Spiel. So, jetzt hier, machen wir bitte mal eine Hedge. Gut, für den Umbau im Clean Room brauche ich. Doch, das habe ich alles hinten. Da brauche ich noch mal einen Schneidteufel. Und. So, jetzt habe ich alles. Jetzt wird der Clean Room umgebaut. Düdeldüm, Dankeschön. Schneiderlein. Hier. Mallet. Ja. Puh. Also da ist alles drin. So, so, so. Gut, jetzt baue ich das Teil nochmal um hier. Strom weg, Strom weg. So. Einmal. Halt, ich muss erstmal, glaube ich, den Diesel wieder rausfüllen. Rausfüllen vor allem. Und hier die Batterien rausnehmen. Und abbauen. Einmal, zweimal. So. Ich will jetzt bloß keinen Fehler machen. Die Maintenance bleibt. Also hier kommt. Haha, Moment. Jetzt habe ich fast wieder einen Fehler gemacht. Zuerst kommen die Kabel da drin weg. Und dann die Maschine, die Maschine, die Maschine. Und die bleibt. So, die lege ich jetzt aber diesmal daher, damit ich überhaupt nichts verwechseln kann. 4, 4, 4, also Advanced, 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 Kupferkabel weg, das weg, das weg, das weg, Linse weg, das weg, 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 weg. Gut. Okay, dann schnappe ich mir mal hier die Hedge. Achso. Die Hedge, dann brauche ich die 3 HV-Höhen. Also, Hedge. HV nach außen. So. Dann die HV-Hülle nach außen. Die nach innen, warum auch immer. Und die, warte mal, die kann ich eigentlich. Wisst ihr was, die setze ich mal dahin. Dürfte ja wurscht sein, denke ich mal. Habe ich da drin irgendwas zerstört? Und die hat jetzt nach außen gezeigt, genau. So. Jetzt habe ich das erstmal. Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht, gell? Hab's auch gesehen. Okay, jetzt brauche ich dann hier erst einmal das weg. Das weg. Diese Kabel. Und zwar 1, 2, 3. Silberkabel 512. So, 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 so. Okay, der hat keine Energie, klar, kann ja nicht sein. Deswegen, ach, Mensch, deswegen brauche ich jetzt nach außen meinen Turbo. Ich stelle erstmal hier die Maschinen auf. Also Laser, Circuit. Batteriepuffer brauche ich draußen und die Cuttingmaschine, die HV. So. Die kriegt mittlerweile Wasser, richtig? Okay. Passt. Dann geht's los. Den Batteriepuffer habe ich hier mit Output nach oben. Hä? So. Fackel, okay, Fackel, okay. Fackel. So, und den steche ich jetzt hier hin mit Output nach links. 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 Und dann halt nicht, dann machen wir es später. So, auch hier nehme ich dann die Kabel, die fetten. So, nach unten. Und trotzdem, also, Moment, erst den Output noch nach links stellen. Jetzt hat er reagiert. So, das ist verbunden. Jetzt brauche ich noch hier die. Oh. Da fehlt mir eine große Batterie. Oh, die habe ich garantiert hinten rein, irgendwo. Die ist garantiert hinten noch in irgendeiner Maschine drin.
Gleich mal meine Augen aufmachen. Nein, nein, nein. Das sind die normalen. Wo ist jetzt die große Batterie? Boah, das ist ja schlecht. Empty. Hier ist er. Okay. Dann dürfte da hinten jetzt eigentlich alles laufen. Diesel noch einfüllen. Hier rein. Zack. Hier meine Batterie. Die müsste jetzt langsam laden. Genau. Gut. Dann dürfte ich, denke ich jetzt, wenn ich mein Buch so anschaue, nämlich, ach, da kriege ich noch eine zweite Hedge. Brauche ich die? Weil für dieses Teil hier brauche ich ja jetzt, ich mache es mit Zinn. Oh Gott, habe ich überhaupt noch vier Zinn? Muss ich mal schauen. Ich habe dieses Rezept. Molten Tin. Könnte nichts vorhanden sein. Also das ist auf jeden Fall meine Maschine hier. Und jetzt muss ich nur noch Zinn holen. Und der ist mir natürlich ausgegangen, aber ich habe ja meinen Backofen. Tüdel, was war denn das jetzt? Achso, 25 Punkte, okay. Kurz schlafen. Ich habe jetzt auch übrigens diese Solaranlage hier von Sisvo. Sisvo, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, gesehen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. 4 mal 10, 5 mal 10 zur Sicherheit. Die ist kompakt. Übereinander. Und jetzt. Okay. Puh, jetzt will ich das erstmal hier herstellen. Zack, 2, 3, 4, 5. Haha, bevor ich die Kabel reinlege. Ja, 0% Effizienz. Gott sei Dank habe ich einmal einen geistigen Einfall gehabt. Raus mit euch erst einmal. So. Ich muss ja erst einmal hier den Raum reinigen. Mensch, ich habe eine gute Idee gehabt, Leute, lobt mich mal. Okay, das dauert jetzt ewig erst einmal. Aber das hätte mich jetzt wieder zurückgeworfen. So. Und ich muss mal auch meine ganzen Sachen hier wegmachen, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr brauche. Damit ich hier mal ein bisschen aufgeräumt habe. Weg, weg, weg. Advanced Latte hebe ich mal auf. Die Pumpe auch. Das kommt weg, das kommt weg. Das weg, das weg. Das weg, die lasse ich mal weg. Das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Red Steel brauche ich irgendwann. MV Energy Hedge brauche ich weg. Ach so, die Maintenance hätte ich lassen können. Kantal kommt auch weg. Brauche ich nicht. Das lasse ich weg. Silberkabel kann auch weg. So, die Cutting-Maschine kann weg. Das kann weg. Vakuumfließer kann weg. Chlorin kann auch mal weg. Weg. Blue Alloy hebe ich mal auf. Soldering. Ja, das habe ich vorhin gesehen. Medium Voltage. Lass ich mal. Den Laser brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Fluid Generator. Basic Fluid Solidifier. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Kleider brauche ich nicht. Autoklave. Ich räume jetzt mir hier mein Menü auf, bevor ich euch damit langweile. In der Zeit mache ich mal Pause. So. Aussortiert. Schreib mal, was da hinten mein Cleanroom spricht. Jetzt habe ich 100%. Jetzt kann ich auch
gewissenhaft hier alles reinlegen und dann da verarbeiten. Und ich gehe mal raus in der Zeit, damit ich hier keinen Dreck verursache. Dann bekomme ich diesen Mainframe und dann sollte ich doch hier diesen Moon freigeschaltet haben. Na, dann kommt erst mal die NASA Workbench. Oh, da kriege ich Flüssigkeitsdrucktanks. Wie viel? Und Data Sticks. Ich weiß jetzt immer nicht, was ich nehmen soll. Ich schau mal, wie teuer der Flüssigkeitsdrucktank ist. Flüssigkeitsdrucktank. Wo ist denn der Unterschied eigentlich? Da steht Wasser 0 und da steht explosionssicher. Ja gut, Dunkelstahl habe ich. Das wären 2, 4, 6, 8 Pumpen, Platten, der wäre nicht gar so teuer, ne? Und die Data Sticks, glaube ich, die waren ziemlich teuer. Ja wohl, Plastikboard, Zinn, Polyethylen. Die heiden sich. Oh, Nantmemory, das kenne ich noch nicht. Ah, okay, okay. Das ist der 600-Sekunden-Teil. Ne, das ist weniger. Ach, mit Oganesson braucht er 267. Wie kriege ich einen Oganesson her? Okay, kann ich noch nicht machen. Brauche ich entweder so ein Mimir. Okay, also dauert auf jeden Fall 600 Sekunden. Jetzt, wenn ich wüsste, ob der schon fertig ist. Ja, der ist fertig. Endlich. Quest complete. EV Circuit Mainframe. Das lege ich hier in so eine Kiste diesmal. Weil wenn man die explodiert, bleibt der Inhalt drin. So, dann schauen wir mal, was er mir jetzt da hier noch macht. Ah, guckst du. Finally. Eigentlich habe ich jetzt das Moon freigeschalten. Nee, ich brauche erstmal eine Rakete. Genau, um die Rakete zu bauen, brauche ich diese Workbench. Jetzt bin ich ja mal gespannt. The NASA is used to craft your rockets. Ja, and other related vehicles built to start journey in the space. Yeah. Also gut, check out the NASA Star Recipe, which use null Katalyst Salis Mundus. Okay, das klingt schon mal nicht gut. Magma Creme. Oh oh. Tiny Pile of Nether Star. Oh, Nether Star. As if you're having trouble getting the Wither Skulls, you can make a Cleaver or Skullfire Sword. Skullfire Sword. Das schauen wir mal an. Skullfire Sword. Oh, das schaut doch schon mal gut aus. Behits Galaxy and Extreme Crafting. Was brauche ich denn hier? Ganz toll. Infinity. Wisst ihr, wie lange ich da brauche, bis ich da hinkomme? Was ist denn das alles hier? Neutronium. Edge of... Pff, alter Schwede. Okay, also das kann ich schon mal nicht machen. Jetzt schauen wir erstmal das Rezept an. Hardwall Tier 5. Eine Assembling Maschine 2, die habe ich da oben liegen, gell? Ja. Ne, die 512er, die lege ich mir mal raus. Multifunktionsarm. Ach komm, da brauche ich zwei so Teile. Autsch. Was ist denn das hier? Display lege ich mir mal raus. Und die Hardwall lege ich mir mal raus. So, die Hardwall ist Wet Concrete, das ist kein Problem. Vibrant Alloy, das ist ein Problem. Das Display, ja okay, das ist billig. Und die Arme, das habe ich mir schon gedacht. Nether Starblade, ja.
Okay, dann muss ich ja gegen einen Witter kämpfen. Das stellt mich wieder hier vor Sachen hier. Wie bekomme ich denn die? Das heißt, ich brauche 9 Nether Stars. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Ich brauche 9 Nether Sterne. Ich muss 9 Witter besorgen. Boah, Alter, da brauche ich ja. Da brauche ich ja Köpfe ohne Ende. Wie viel habe ich denn von denen? Einen Witter kann ich gerade machen. Okay. Das bedeutet, ich brauche definitiv eine Schutzausrüstung. Die hatte ich ja erhalten beim letzten Mal. Da muss ich wohl in den Nether. Haltbarkeit 440, aber die haben nur Schutz 3. Gut. Ich räume mal hier wieder aus. Oder hier, je nachdem. Dann ist jetzt mal Zeit für den Nether. Ich lege jetzt da mal alles weg, was ich nicht brauche. Ich nehme aber trotzdem den Rucksack mit. 2 Stück. Wasserzellen hätte ich auch gerne noch. Wobei ich, warte mal, ich schaue mal schnell nach dem elektrischen Jetpack. Buch, Seite 9. Also das ist jetzt hier noch der Arm. Ich brauche 3 Arme, ich brauche 6 Platten, also auf jeden Fall 9 Nether-Sterne. Also wird es doch noch ein Stückchen dauern bis zum Mond. Und dann noch das ganze Zeug hier. Check out the Nether Star Receipt with null Catalyst in Salis Mundus. Dann schaue ich doch mal hier trotzdem das Nether Star Rezept an. Vielleicht geht es ja anders. Verwendbar bis Manjulium. Nether Star Ore gibt es. Ja, wenn du mir sagst, wo man das findet. Okay, dann schaue ich mal, welche Rezepte es da gibt. Eigentlich gar keine, ne? Check out the Nether Stars mit 0. Null Katalyst. Dann gehen wir doch das mal ein. 0. Das gibt's nicht. Katalysator, null Katalysator, das meint er. Ach so. Also ich muss einen Null-Katalysator, den stelle ich. Wo ist denn jetzt der Unterschied hier? Was ist denn? Das ist doch Blödsinn, oder? Lohnstaub hätte ich ja. Netherstar habe ich nicht. Und Magma-Creme. Ja, hilft alles nichts. Ich muss mit dem Witter kämpfen. Salis Mundus, Null Katalysator. Da kriege ich einen Netherstar. Aber es passt doch gar nicht, den Null Katalysator. Da brauche ich doch wieder einen Netherstern dazu. Hä? Gibt alles keinen Sinn, das Rezept. Noch einmal schauen. Also, bin ich doof oder was? Okay, also eine Ausrüstung muss her. Auf jeden Fall. Das ziehe ich dann alles mal aus. Habe ich denn Bücher? Ich muss erst mal schauen, ob ich eine Stahlrüstung habe. Und dann geht es, glaube ich, mal in Nether. Ein bisschen kämpfen. Ein Stahlhelm. Warte mal, wie war denn das mit der Dunkelstahlrüstung? Die war doch besser. Und wie kann man die aufladen? Das habe ich immer noch nicht begriffen. Die macht auf jeden Fall mehr Schutz. Protection 2. 6. Der macht auch 2.
Und auch 6, okay, dann ist das erstmal egal. Eine Hose noch, eine Hose brauche ich nicht, weil ich hier meine Flügel an habe. Und noch ein paar anständige Schuhe, die werde ich schnell mal reparieren. Ja, und dann geht's auf in Nether. Ich meine, mein Schwert gibt mir das ja her. Da bin ich ziemlich gut. So, zack, zack, zack. Okay, und ich nehme aber meine Kobaltspitzhacke noch mit. Kobaltspitzhacke, die habe ich oben, glaube ich. Dam. Warte mal, ich kann doch eigentlich ja den Hammer mal verwenden, oder? Aber ich glaube, der trifft mich auch. Da habe ich einen Bogen der Unendlichkeit, den schnapp ich mir noch. Und Kobalt. So, dann benötige ich noch den Magneten. Meinen Gleiter. Meinen Gleiter finde ich jetzt nicht. Sind die Augen schnell genug? Ah ja, hier war er. Okay. So, Wasserzellen brauche ich noch. Dann nehme ich mir jetzt mal. Ach so. Kurz, ich habe doch welche gemacht. Wo habe ich die hin? Liegen die noch drin? Halt, hier bin ich. Nee, die habe ich schon raus. Wo habe ich denn die jetzt hingelegt? Dems, 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 dems. Da oben. Ich nehme mal 32, komm. Dim, 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 dim. Falls ich im Nether ein bisschen fliegen muss. Und ein Schwert packe ich mir noch ein. Falls irgend so ein Skelett auf die Idee kommt, Spinnennetze nach mir zu werfen. Dann fülle ich das schnell mal ein hier. So. Und Kohle nehme ich auch noch mit. Dann bin ich jetzt erstmal ausgerüstet für den Nether. So. Gut. Ja, dann kann es losgehen, glaube ich. Ne, ein Schwert wollte ich noch mitnehmen. Da kann ich da hinten eins rausholen. So ein billiges. Extra Schaden bei gepanzerten Zielen. Plünderung 1. Schärfe 1. Komm, ich nehme das. Kann ich das verwenden? Gut, dann geht's ab im Nether. Nehme ich euch da mit? Oder eher nicht. Ich gehe jetzt mal kämpfen. Schau mal, ob ich jede Menge Köpfe bekomme und wie ich das so mache. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Und mit dem Witter muss ich mal schauen, ob ich da mir was herstellen kann, das mir ja nicht explodiert. Danke fürs Zuschauen.